Und was natürlich auch noch bei Honeycomb sehr interessant ist und sehr sehenswert ist, ist das Multitasking. Wenn man also hier unten auf diesen kleinen Button klickt, dann sieht man sämtliche Apps, die man gerade geöffnet hatte. Und mit einem einfachen Klick auf diese App wechselt man dann. Das ist also so wie bei Smartphones, wenn man lange auf die Home-Taste drückt, hat man hier jetzt das so integriert, dass man einfach ganz schnell wechseln kann, ohne lange irgendwo aufdrücken zu müssen. Der überarbeitete Browser jetzt bei Android 3.0, jetzt haben wir hier gerade schon eine Flash-Version von Doom zu laufen. Das sieht also sehr gut aus, die neue Version von Flash für Honeycomb läuft auch wirklich sehr flüssig. Ein bisschen ärgerlich ist, dass natürlich wie immer bei Android der Browser als erstes die mobile Seite aufruft. So dass jetzt zum Beispiel bei unserer Seite natürlich das alles sehr für Smartphones optimiert, für kleine Bildschirme optimiert ist. Das macht im Hochkantmodus nicht ganz so viel aus, da sieht es schon ein bisschen brauchbarer aus, aber halt im Landscape-Modus wie eben ist es schon, sieht nicht so optimal aus, sieht nicht ganz so schön aus und man kann es leider nicht wirklich umschalten. Wenn ich hier auf normal tippe, sind wir wieder da. Aber ansonsten ist dieser Browser tatsächlich stark verbessert und ein bisschen überarbeitet. Also ist kein Vergleich mehr zu dem Smartphone-Browser. Hier hat man die Bookmarks. Von der Geschwindigkeit her auch total okay. Leider funktioniert die Textanpassung an dem Bildschirm nicht besonders gut. Das ist wirklich sehr schade. Da kann man aber natürlich mit einem alternativen Browser wie Opera oder sowas Abhilfe schaffen. Ja, das ist also der neue Browser für Android.